Mädel, ich bin neu hier und schönen guten Morgen. ARD hatte ja am 26.11.2023 ihre neueste Folge Tatort herausgebracht mit dem Titel Borowski und das unschuldige Kind von Wacken. Und in dieser Folge wurde auch ein bekannter Mädel aus Atschauerberg dargestellt. Die ganzen relevanten Szenen könnt ihr euch bei mir angucken, ich habe das nochmal in den Kommentaren verlinkt. Aber wieso ich das Video überhaupt mache? Drachenlords Marke ist ja 2 Millionen Euro wert, das wissen wir alle, ja? Wenn Drachenlord das so sagt, dann muss es ja auch stimmen. Doch der Darsteller von Drachenlord heißt nicht Rainer Winkler oder Rüdiger, sondern Nicolas Dinkel. Und Nicolas Dinkel hat unter meinem Video sogar kommentiert. Grüße gehen an der Stelle sogar raus. Ich lese euch den Kommentar vor. Nicolas Dinkel schreibt: Mit Leute, hier ist er wieder, euer Lenny aus Wacken. Mein Name ist Nicolas Dinkel, ich bin Schauspieler und habe den Lenny Jensen im Borowski und das unschuldige Kind von Wacken gespielt und ja, anscheinend ist im Internet nicht verborgen geblieben, an wen ich die Rolle angelehnt habe. Meine Aufgabe war es, ein Metalhead, eine Art Riesenbaby zu spielen, der eigentlich ja nur auf der Suche nach einer großen Liebe ist, nirgends Anschluss findet und trotzdem noch eine Art Muttersöhnchen ist. Jemand, der mehr in seinem Kopf lebt, als Zugang zur Realität zu haben scheint und sich im Internet gerne größer und wichtiger präsentiert, als er im Real Life ist. Der dabei aber auch gefährlich wirken kann und mal lauter werden kann, denen man auch mal einen unkontrollierten Wutausbruch zutraut, der zum Kreis der Verdächtigen gehört und vom dessen Eigenbrötler leben, indem er nicht einmal Kontakt oder Anerkennung innerhalb der eigenen Subkultur zu finden scheint, der chaotisch und zurückgezogen lebt. Und ja, da ist es nicht zu weit zu Rainer. Das Metal Leute stand übrigens nicht im Drehbuch, sondern wurde zweimal von mir reingemogelt. Allerdings alles so, dass Herr Winkler lediglich als leichte Inspiration diente. Also auch wenn er sich bemühen würde, dürfte er nicht davon profitieren können, da kann er noch zu sehr versuchen, den NDR oder die ARD zu verklagen. Das Drehbuch hatte mit dem Internetliebschaften natürlich auch in die Richtung gearbeitet und kostümmäßig anscheinend auch. Aber mir war dann auch insgesamt wichtig, neben der kleinen Parodie Lenny Jensen auch sympathisch und gefühlvoll zu zeigen, etwas, was ich beim Drachenlord bisher nicht erlebt habe. Also ich habe es nicht darauf angelegt, Teil des Drachengames zu werden, aber mit den Anspielungen sowohl den improvisierten von mir als auch die des Drehbuchs, plus Fantasy-Schürzen, Adiletten. Was mehrere Spieltage des Tatorts gleich bleibt, Heavy Metal, Headbanging und ein großer, korpulenter, langhaariger Typ mit Bart. Da ist es mit den Assoziationen zum Drachenlord nicht weit, wobei ich optisch hoffentlich etwas besser wegkomme und definitiv schönere und hochwertigere Tattoos habe. ja, der Kommentar ist doch sehr, sehr passend und zutreffend. Ich habe in dieser Tatort-Folge nicht das Gefühl gehabt, dass wir hier einen vollwertigen Drachenlord zu sehen bekommen. Nein. Drachenlord ist in meinen Augen, um das mit freundlichen Worten auszudrücken, ein unglaublich unsympathischer Mensch, aber mit Abstand. Und dann haben wir das komplette Gegenteil, den Lenny, der im Grunde Drachenlord von vor 10 Jahren sein könnte. Aber die Zeit geht ja weiter. Ich hatte ihn daraufhin gegrüßt und dann später die Frage gestellt, wie die Arbeit an dem Film überhaupt war. Er hatte dann darauf geantwortet: generell gut. Nette Regisseurin, gutes Team, cooles Drehbuch, attraktiver Sendeplatz, was will man mehr? Ich finde sie an der Stelle richtig nett, dass sie überhaupt antwortet. Das bin ich wirklich nicht gewohnt. Ich würde mal kurz ein paar nette Worte an Nicolas noch beilassen. Nicolas, wenn du das hier hören solltest, fühl dich nach wie vor gegrüßt, von mir persönlich und auch von vielen, vielen anderen Hatern, die das hier mitbekommen. Du scheinst ein cooler Kollege zu sein, es freut mich, dass dir die Rolle Drachenlord aka Lenny auch Spaß gemacht hat. Und das war's auch schon mit dem kurzen Video. Wenn ihr dem auch noch irgendwas schreiben möchtet, dann geht in die... Wenn ihr mit dem Schauspieler noch schreiben möchtet, dann geht mal kurz in die Kommentare rein und geht auf den Link in den angepinnten Kommentar von mir. Da kommt ihr nämlich zu meinem Video und dort könnt ihr ihn auch schreiben. Sortiert die Kommentare nach dem neuesten Kommentar und dann scrollt mal ein wenig runter, bis ihr den Nicolas Dinkel eben findet. Der hat ein paar Likes und der hat auch ein Herz von ihm bekommen. Ihr könnt ihn gerne mal schreiben, wenn ihr möchtet. Und somit sage ich, hab euch lieb, Kuss auf Nuss, Mädel auf und bis zum nächsten Mal. Gurke. Das ist mein brechendes Herz.